Hallo und herzlich willkommen zu Expeditions Wiking. Ja, unsere waghalsige Truppe, die wir hier sehen, ist auf dem Weg, wie wir hier oben lesen, zu Erling Torgisson. Torgisson, ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg und gucken mal, ob wir ihn zur Rede stellen können. Was haben wir denn hier alles? Oh, Gottes Willen. Ja, das ist die Kampagnenkarte, über die du zwischen den bereits bekannten Orten hin und her reisen kannst. Neue Orte werden in der unteren linken Ecke ihres Symbols hervorgehoben. Siehe oben. Also so werden sie hervorgehoben. Tooltips für die einzelnen Orte geben dir Informationen über ihren Namen und die Reisedauer dorthin. Längere Reisen können erfordern, dass du unterwegs ein Lager aufschlägst, um Müdigkeit und Hunger zu bekämpfen. Wenn du mit dem Mauszeiger über die Lagerplätze fährst, siehst du Angaben zur Sicherheit, Obdach und Nahrungsangebot, die jeweils unterschiedliche Vorurteile darstellen. Die komfortabelsten Lagerplätze sind oft bereits besetzt, sodass du sie erst erobern musst, bevor du sie benutzen kannst. Wähle sie also mit Bedacht. Um deine Reise zu beginnen, klicke entweder auf einen Ort, um einen Weg festzulegen, und betätige dann die Leertaste, um die Reise zu beginnen bzw. zu unterbrechen. Oder doppelklicke einfach auf einen Ort, um dich in Bewegung zu setzen. Alles klar. Deine Heimat, ein kleines Dorf an der Ostküste, an der Küste einer Bucht. Skjern, Erlingers Hof, da wollen wir hin. Das ist Skjern, was wir schon kennen. Und da wollen wir eigentlich hin. Dein Gefolge wählt automatisch den schnellsten Weg zu dem von dir gewählten Ziel. Straßen werden deutlich bevorzugt, weil man auf ihnen 50% schneller reist als auf anderem Terrain. Zu jedem Zeitpunkt einer Reise kann es zu zufälligen Ereignissen kommen. Diese sind jedoch etwas häufiger, wenn du der Straße folgst. Folgende Symbole erscheinen auf dem Weg, um dich darüber zu informieren, wann bestimmte Ereignisse eintreten werden. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und wenn jemand aus deinem Gefolge ermüdet. Wenn du mit dem Mauszeiger darüber fährst, wird ihre Bedeutung erklärt und der Tooltip für jedes Ermüdungssymbol gibt an, welchen Charakter oder welche Charaktere betroffen sind. Falls jemand ermüdet oder hungrig ist, wird es hier angezeigt. In diesem Fenster kannst du auch die durchschnittliche Moral deines Gefolges überprüfen. Behalte den Wert im Auge, um besser einschätzen zu können, wann es an der Zeit ist, ein Lager aufzuschlagen. Okay. Okay. Reisezeit 2 Stunden. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen? Eigentlich nicht, ne? Dann reisen wir mal dorthin. Können wir ihn auch auswählen? Jawohl, 3 von maximal 5 können wir auswählen. Okay, wir wählen alle 3 aus und reisen dorthin. Mal schauen, was uns erwartet. Du erreichst die äußeren Grenzen von Erlinger Torgissons Grund. Aus dem Kamin des größeren Hauses steigt sanfter Rauch auf. Sklaven verrichten auf den Feldern ihre Arbeit. Anscheinend hat noch niemand deine Ankunft bemerkt. Kettil atmet tief durch. Da sind wir. Ich hoffe inständig, dass es besser verläuft, als ich befürchte. Nefja überblickt das Geschehen nachdenklich. Das sind aber mehr Sklaven, als ich in Erinnerung habe. Sie sind zwar schlecht bewaffnet, aber sie werden ihren Herrn notfalls verteidigen. Ein Überraschungsangriff würde uns einen enormen Vorteil verschaffen. Wir könnten uns hinterm Haus positionieren und dann das Haus anzünden. Ein cleverer Plan, aber ich finde einen solchen Tod hat nicht einmal Erlinger verdient.
Auch ein verbitterter alter Bastard muss die Chance bekommen, ehrenvoll abzutreten. Wir geben uns zu erkennen, dann hat er die Chance, sich zu verteidigen. Gut, ein ehrlicher Kampf macht sowieso einen besseren Eindruck. Wir sind dem sturen alten Geistbock sowieso überlegen, auch wenn all seine Sklaven an seiner Seite kämpfen. Ja, das ist dann wohl hoffentlich auch so. Kann ich, die folgen mir ja automatisch, ne? Okay. Ich kenne das sonst nur, dass man die irgendwie so mit, ne, mit linke Maustaste halten, auswählen muss und dann funktioniert das irgendwie. Aber hier kann man doch nichts looten, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Wir marschieren jetzt erstmal dorthin. So. Ein alter Mann steht vor seinem Bauernhaus. Du kennst ihn flüchtig. Deine Familie blieb stets in den Randbezirken und war nicht gerade begeistert davon, deinen Vater als Tarnen zu haben. Als junger Mann hatte er das Haus selbst gebaut. Nun ist sein Haar ergraut und sein Gesicht faltig geworden. Doch er ist immer noch der stolze Patriarch seines Gehöfts. Ja, was haben wir denn hier? Ja, das. Deine Söhne haben im Grillen den Frieden gestört. Sie mögen betrunken gewesen sein, doch du warst derjenige. Und sie angesteuert. Du und deine Familie habt den Clan verraten. Ich bin gekommen, dich zu töten. Frauen werden verbannt. Ob die Klinge gegen uns erhoben hat oder nicht. Ein jeder von euch hat den Clan verraten. Wird hier lebend herauskommen, das ist auch ein bisschen zu hart. Ich mag solche Kollektivstrafen nicht. Auch wenn die in der damaligen Zeit vermutlich üblich waren. Ich kann deine Anwesenheit nicht mehr länger dulden. Nach allem dem, was geschehen ist, hiermit verbanne ich dich aus dem Clan. Morgen bei Tagesanbruch wirst du fortgehen oder du wirst hingerichtet. Das ist fair. Du wirst mich aus meinem eigenen Haus? Ich habe diesen Bauernhof mit meinen eigenen Händen gebaut. Nimm das Urteil lieber an, du Narr. Siehst du denn nicht, dass das ein Gnadenakt ist, angesichts dessen, was du getan hast? Erlinger spuckt. Ha! Und wer soll den Hof übernehmen? Etwa du, Nefja? Lieber sterbe ich, als diesen Hof in fremden Händen zu wissen. Beruhig dich, Erlinger. Vergiss nicht, dass du dir diesen Schlamassel selbst zuzuschreiben hast. Das werden wir versuchen. Du versuchst, Erlinger klarzumachen, in welchen Schwierigkeiten sich seine Familie befindet. Doch mit jedem deiner Worte wird er noch ungehaltener. Er ist weit davon entfernt, seine Verbannung zu akzeptieren. Als du fertig bist, steht er ein paar Schritte von dir entfernt, verschränkten Armen da und runzelt die Stirn so tief, dass seine Augenbrauen sich beinahe berühren. Erlinger sieht seine Frau an, dann das Bauernhaus und zuletzt die Sklaven, die sich in der Nähe versammelt haben. Seine rechte Hand bewegt sich langsam zur Schwertscheide an seinem Gürtel. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Lieber Tod als Exil. Okay. Dann Tod. Was haben wir denn hier? Damen und Sklaven. Das dürfte der Erlinger sein. Das ist auch noch ein Sklave. Das ist auch noch ein Sklave. Das ist seine Frau, nehme ich mal an. Und seine Tochter oder so. Das war's schon. Okay, pass auf. Wir gehen mal hier hin und hauen ihn einen drauf. So. Nefja geht hier hin und piekst ihn ein wenig. Fuck! Nefja hat das falsche Set an. Himmel, Arsch und Donnerwetter. Kann ich jetzt leider nichts daran ändern.
Auch wenn das gut geschlitzt hat, aber das war jetzt scheiße. Gut, Kettil schießt mal hier auf den Sklavenruf. Okay, geht dann hier in Position. Und du machst ihn mal eben weg. Alles klar, hier vor und weg. I'm sorry, I can't go on. Ui. Da kommt noch einer. Ja. Noch ein Mädel. Okay. Wir fangen mit dir an. Kann er auf ihn schießen? Fuck. Das mit diesen Gelegenheitsangriffen, das muss ich echt noch lernen, muss ich wirklich sagen. So, dann auf ihn drauf. Und sie kann leider nicht, oder? Nee, sie kann leider nicht. Okay. Guck mal hier so hin. Ich hier vor. Und du bleibst da stehen. Die sind jetzt nicht besonders mutig, ne? Hier hin. Und drauf. Hier hin. Dann mal eben kann er nicht mal hier hin bewegen. Und auf ihn schießen. Hierhin. Was ist das denn? Finte, bla 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 bla. Können wir noch einen weiter vor? Ja doch, na, können wir doch. Komm auf ihn drauf. Geht aber nicht, so ein Scheiß. Das war hier. Warte mal, kann dahin, ne? Okay, kriegt jetzt einen ab. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber er kann dahin. Und kann ihn dann wegmachen. None will stand in my way. Jo. Ich glaube, kann der nochmal schießen? Nö. Ja, wir können leider gar nichts machen. Wunderbar. Wir müssen die beiden also auch noch wegmachen, okay? Ist doch scheiße, ich dachte, ich darf da wenigstens vorbeirennen. Aber anscheinend darf ich es nicht. Okay, da bleiben. Kettel. Komm mal hier. Und schieß mal da drauf. Verfehlt. Schade. Dahin.
Nein, dahin. Ja, ja, hau ruhig drauf. Will nur nicht, dass die da rausrennt. Nefja. Erst hier hin oder mal hier hin. Okay. Und er legt. Och, Beine. Arm ab. Mein Gott. Ja. Keine Verletzung. Alle überstanden. Ist doch gut gelaufen eigentlich. Muss nur mit diesen Gelegenheitskräften da angegriffen. Da muss ich wirklich noch aufpassen. Der Kampf ist vorüber und die Stille ist ohrenbetäubend. Okay. Kittil starrt auf Erlingers Leiche. Störrischer Alter, na. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Nefja schüttelt den Kopf. In dem Moment, als seine Söhne angegriffen haben, war sein Schicksal besiegelt. Ein derartiges Verbrechen ungesühnt zu lassen, hätte das Ende des Clans bedeutet. Asleifer wirft der Schildmaid einen finsteren Blick zu. Deine Söhne waren Trottel, aber zu Erlinger habe ich früher einmal aufgeblickt. Wenigstens im Tod verdient er unseren Respekt. Erlingers Weib Jordis tritt an dich heran mit aufrechtem Rücken und blickt dir fest in die Augen. Du siehst ihr an, dass sie geweint hat, aber ihre Stimme klingt gefasst. Du hast dein Recht bekommen. Was soll nun aus den Mädchen und mir werden? Können sie verbannen oder wir können Gnade walten lassen? Ich hab ja ein weiches Herz. Ihr dürft bleiben. Der Bauernhof bleibt im Besitz eurer Familie. Jedenfalls das, was davon übrig geblieben ist. Jordis antwortet nicht sofort. Sie hält deinem Blick eine ganze Weile stand, dann verneigt sie sich. Dann hast du doch noch einen Funken Gnade in dir. Danke dir. Gut. Es war die richtige Entscheidung. Können wir dann jetzt nach Hause gehen? Ich möchte mich noch etwas umsehen, bevor wir gehen. Natürlich will ich noch looten, ist doch wohl klar. Ja, es ist verbracht, es wird Zeit, ins Dorf zurückzugehen. Ja, natürlich, aber erstmal müssen wir hier mal gucken, was wir hier so, ne? Was wir hier noch so finden. Eine Säge zum Beispiel. Alles nehmen. Ein Topf. Bestimmt nicht verkehrt. Ja. Warum rennt der jetzt da rum? Mal ganz ehrlich. Stoff und Kräuter, auch gut. Was haben wir hier noch? Ich meine, ne, eine Heugabel, okay. Ich meine, die sind tot. Die brauchen das Zeug nicht mehr und wir können es gebrauchen. Aber hier. Schmieröl. Teer und Kräuter. Stoff, Teer und Holz. Rein dürfen wir nicht. Nix. Er lebt zwar noch, aber man kann ja mal gucken, ne? Eine Hacke. Und Preziosen. Das sehen wir dann alles hier unten auch, ne? Wir haben 52 Preziosen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind ziemlich wichtig, wenn mich nicht alles täuscht. So, was haben wir hier noch? Muss aber irgendwas sein. Da, ach, guck mal da. Eine Mistgabel, hä? Hallo. Da kommen wir nicht rein. Ich gehe mal eben hier drauf. Da kommen wir raus. Da ist ein Bauernhaus. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal erstmal richtig um.
Ja, da haben wir noch den Nebel des Krieges überall. Da ist noch was, eine Ration, da gibt es was zu futtern, wunderbar. Ein Tannenschild. Oh, Tannenschild. Sehr geil. Ein Schild wollte ich die ganze Zeit haben. Jawollo. Jetzt können wir zwar die Dänenaxt nicht mehr benutzen, aber wir haben jetzt ein Schild. Und ich glaube, Absorption 62. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich versuch's mal. Ne? Ich versuch's mal, wie wir damit klarkommen. Kann man den nicht nutzen irgendwie? Lass mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ne. Habe ich nicht. Weil er hat den Schild hinten drauf. Wie hat er das denn eingestellt? Er hat hier ein Schild und das Schwert. So. Anscheinend. Ah, das sind beides Zweihänder. Das ist doof. Gucken wir mal, was haben wir hier? 62, 8 und 4%. Auf jeden Fall besser. Dann bekommt das schon mal der Astläufer. Na? Denn der ist auch noch beschädigt. Jo, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Gut, wir haben als zweites Set den Bogen, als erstes Set die Dänenaxt. So, und du hast das und als zweites Set erhältst du die. Sie ist ja mit der Axt erstaunlich gut klargekommen, muss ich ja sagen. Genau, so müssen wir das einstellen. Ne? Okay, weiter geht's. Das sieht aus wie ein kleines Grab, etwa so groß wie ein ausgewachsener Hund. Kräuter. Wer weiß, wofür es gut ist. Haben wir da. Warum haben wir keine Musik? Ist doch kacke. Rüstungspolsterung, Preziosen. Vielleicht muss ich mal meine patentierte Musik im Hintergrund drauf spielen. Vielleicht werde ich das sogar tun im Nachhinein, dass ich es hinterher noch ein wenig vertone. Müsst ihr mir mal sagen, wie ihr es gerne hättet. Da ist nix. Macht das Ganze etwas aufwendiger. Aber für die Stimmung ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ein bisschen Musik im Hintergrund ist. Gerade wenn man hier nur durch die Gegend rennt und lootet. Warum kann ich denn das hier nicht looten? Er zeigt es mir zwar an, aber ich kann es nicht anwählen. Eigenartig. Aber sowas sind wir ja gewohnt. Weg. Pulver. Gift und Stoff. Was haben wir hier? Das alte Bauernhaus der Familie Erlinger wurde komplett dem Verfall überlassen, als sie in das Neue gezogen sind. Okay. Ein Müllhaufen. Gehärtetes Leder. Na bitte. Haben wir hier noch? Na? Noch ein Müllhaufen mit gehärtetem Leder? Nein. Da kriegen wir bestimmt wieder einen Fertigungspunkt. Jawohl. Jetzt 152 Preziosen und da haben wir noch Kräuter. Wunderbar. Also ganz ehrlich, jemand, der so wie ich Spaß am Looten hat, für den ist das schon ziemlich cool. Wer ist er denn? Ein Stück vom Bauernhof entfernt hackt ein einzelner Sklave Feuerholz. Als er dich kommen hört,
legt er die Axt nieder und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Kommst du gerade vom Hof? Was ist das denn für ein Krawall? Moment mal, du bist ja der Tane. Wer bin ich? Du hast dir die Söhne des Alten vorgeknöpft, nicht wahr? Ich wusste, dass das passieren wird. Gleich als ich erfuhr, was sie getan haben. Was machst du hier draußen? Er wirkt verunsichert, als sei die Antwort darauf nur allzu offensichtlich. Nun, ich hacke Holz. Sag, was hast du mit ihm angestellt? Erlinger wurde getötet. Du gehörst jetzt mir. Sollen wir ihm freigeben? Ja, komm. Wir geben ihn frei. Willst du mich verarschen? Du würdest mich freilassen? Eine solche Großzügigkeit ist mir ja noch nie begegnet. Hab Dank vom ganzen Herzen. Hör mal, da du hier jetzt fertig bist, darf ich dir einen Handel vorschlagen? Oi. Kaum frei, aber schon Geschäftsmann. Dann bin ich doch mal ganz Ohr. Ich war früher ein Gesetzloser. Meine Bande und ich haben in den Wäldern südlich von hier Bauern und Händler aufgelauert. Bevor ich geschnappt und versklavt worden bin, hatte ich meine wertvollsten Beutestücke versteckt. Darunter befand sich auch eine Bärenkralle, einst meiner Frau gehört hat. Dieses bescheidene Schmuckstück ist das einzige, was mich interessiert. Wenn du es mir bringst, kannst du den Rest behalten. Ein Sklave? Gib mir eine Quest, auch eine coole Kiste. Wo befindet sich denn das Versteck? In deinem Wald, in einem Brunnen neben einem alten, verfallenen Haus. Ich habe die Sachen an ein Seil gebunden und mit Steinen beschwert. Es handelt sich hauptsächlich um Silberschmuck. Mein altes Schwert ist allerdings auch dabei. Du kannst alles behalten, aber bring mir bitte diese Kralle. Ich flehe dich an. Alte Schulden. Okay. Dann werden wir ihm doch mal seine Kralle bringen. Aber vorher gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendeinen Sklaven finden, der uns ein paar Aufträge gibt. Ne, wir sind jetzt schon zurück. Haben wir schon alles erkundet? Da oben müssen wir noch hin. Und da. Okay, dann gehen wir da mal auch hin. Kräuter? Jo. Wer weiß, wofür die gut sind. Da kann man doch, wir haben ja immerhin auch eine Hexe, ne? Die kann da bestimmt was mit anfangen. Fingerhut habe ich abgeerntet. Okay. Da war nichts weiter, ne? Auch nicht. Immer wenn ich da in die Ecke gehe, sehe ich, was ich gemacht habe, okay? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir alles soweit abgelootet und können uns jetzt nach Hause bewegen. Haben uns gerecht? Naja, weiß ich nicht. Haben wir uns gerecht? Wir haben ihm ja eine Rache direkt, war das ja nicht. Wir haben ihm ja die Chance gelassen, zu entscheiden. Ne? Na gut. Auf jeden Fall ist das Ganze beendet. 3 Tage später, am frühen Morgen, wirst du vom Lärm eiliger Schritte und verängstigten Geschrei aus dem Schlaf gerissen. Jemand klopft so oft und heftig an deine Tür, dass sie knarzt. Du hörst die dumpfe Stimme von Quelduff, dem Schmied. Alinantur, Rurik, Astrid, seid ihr da drin? Werden angegriffen, es sind Seeräuber. Dein Bruder und deine Mutter springen aus ihren Betten, reiben sich den Schlaf aus den Augen und schütteln verwirrt die Köpfe.
Waffen und Rüstung anlegen. Du schnappst dir das Nötigste an Ausrüstung und ziehst dich an. Draußen lodert ein Feuer und du hörst von der Küste her das Geräusch aufeinanderschlagender Klingen. Und bevor ich den Dialog beende, beende ich jetzt diese Folge des Let's Plays. Vielen Dank. Den Überfall der Seeräuber, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Man soll es kaum glauben. Ich wünsche euch noch was. Vielleicht werde ich ein bisschen kürzen. Das Gesuche, das wir hinter uns gebracht haben. Aber trotzdem, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Genießt den Tag. Genießt, was auch immer ihr gerade sonst noch tut. Und seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Ciao. Euer Alien.